Die Spaghetti-Runde, eine der klassischen Hochtouren. 5 Tage Steigeisen, Gletscher, 4000er und hochgelegene Hütten. Angefangen hat alles in der Schweiz, in Zermatt. Am ersten Tag ging es auf das Breithorn auf 4159 Meter und weiter zum Refugio Guide de la Val d'Ayas. Am zweiten Tag überschritten wir den Castor, eine spannende Gratwanderung, die uns zur Sella-Hütte führte. Tags darauf war am Passo del Naso der Lüsskamm zu überwinden, um nach der Vincent-Pyramide zum Refugio Gnifetti zu gelangen. Der vierte Tag bescherte uns mehrere 4000er. Das Schwarzhorn, die Ludwigshöhe, die Zumsteinspitze, um dann auf der Signalkuppe auf 4554 Metern in der Refugio Margarita zu nächtigen. Am letzten Tag ging es über den Gorner Gletscher an der Monte Rosa Hütte vorbei ins Tal nach Zermatt auf 1608 Metern. Dienstag 9.8. Die ersten paar Meter auf das kleine Matterhorn waren ganz easy. Das Breithorn war gut zu erreichen und damit ein klassischer Einstiegs-4000er. Aber dünn war die Luft da oben schon. Es geht voran. Und wir umgingen die Gletscherspalten in weitem Bogen. Da sind wir hergekommen, irgendwo über das Breithorn, mein erster 4000er. Viel Gletscher, es ist ein bisschen sulzig. Nachts gab es nicht nur Wetterleuchten, sondern auch noch Steinbock-Action direkt vor der Haustür. Mittwoch, 10.8. Mit der Gratwanderung über den Castor hatten wir das Glück, dass es einfach kalt genug für einen stabilen Firn war. Auch am Grat gibt es Quereinsteiger. Für uns stieg Andreas vor und sicherte uns von oben. In den Wolken im Hintergrund das Matterhorn und ich denke rechts davon sieht man die Wetterstation von dem kleinen Matterhorn und hier rechts im Schwenk kommt das Breithorn, auf dem wir gestern waren. Hier im Bild sieht man den Castor, auf den wir von der anderen Seite aufgestiegen sind, dann über den Grat drüber, bis wir dann über den Gletscher abgestiegen sind und zur frühen Mittagszeit dann hier auf der Hütte ankamen. Am Donnerstag, den 11.8. ging es früh raus, also noch früher. Vom Passo del Naso gibt es leider keine Bilder, weil die Technik streikte. Durch das Tohuwabohu von mehreren Seilschaften an der Schlüsselstelle war Warten angesagt, was bei der Kälte keinen Spaß machte. Bei der Kletterei im Fels und Eis sicherte uns Andreas souverän von oben. Und oben sah die Welt schon wieder ganz anders aus. Auf der anderen Seite ging es über etwas Geröll abwärts um dann wieder zu der Vincent-Pyramide aufwärts zu gehen.
Kategorie? Ein bisschen heikel. Gletscher wären ohne diese lästigen Spalten durchaus schöner zu begehen. Aber die Zeiten sind wohl vorbei. Zumindest zu spät im Jahr. Der Klimawandel lässt grüßen. Zurück in Fetti geht es steil hinauf, aber prima Hütte mit sehr, sehr leckerem Essen auch. Gerade so, ja. Wieso nicht gucken? Ja, du guckst ja. Ja, die kleinen Rassen halt so. Der Freitag, der 12.8. sollte uns 4 Gipfel bescheren. Tschüss, Knifetti. Zunächst ging es auf das Schwarzhorn, wo ein wenig geklettert werden musste. Aber auch die Abseilerei danach war mit einer Menge Spaß verbunden. Weiter ging es über die Ludwigshöhe, hier mit Blick auf das Schwarzhorn, um den längeren Weg zur Zumsteinspitze zu machen. Der Wind machte den Grat schon ein bisschen spannend. Von den 4562 Metern der Zumsteinspitze zeigte sich das Panorama von seiner besten Seite, wie hier von der Signalkuppe über die Parotspitze hin zum Lüskamm und dem Matterhorn im Hintergrund bis zur Dorfurspitze und dem Nordend. Und schon ging es zur Signalkuppe, wo in der Margaritehütte als standesgemäßes Mittagessen Pizza Margarita auf uns wartete. Hier dürfen die Steigeisen sogar in der Hütte angezogen werden. Am Samstag, den 13.8., wanderten wir an der Monte Rosa Hütte vorbei nach Zermatt. Es war schon fast hell, als wir aufbrachen. Der Donnergletscher machte um diese Jahreszeit leider keinen Spaß mehr. Da sind wir gerade runtergekommen und nach vorne sieht es leider auch nicht besser aus. Zum Schluss tauschten wir das Eis unter den Füßen gegen Steine aus und machten uns auf den Weg zur Gornergratbahn und nach Zermatt.